Wir sind ja zumindest teilweise zuständig für die Beschäftigungspolitik. Wir haben leidvolle Erfahrungen mit Massenentlassungen. Das Beispiel Carrefour könnte ich da nennen. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir dann beispielsweise Beschäftigungszellen einrichten können, dass wir versuchen werden, den Menschen dabei zu helfen, gegebenenfalls dann auch eine neue Arbeit zu finden über Outplacement-Maßnahmen und vergleichbare Dinge mehr. Aber zunächst einmal möchte ich über mehr Informationen verfügen. Ich möchte verstehen, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich möchte verstehen, was denn Dallas jetzt als Alternative vorschlägt, ob es gegebenenfalls Alternativen gibt, Menschen oder auch Unternehmen, die bereit wären, diese Filiale zu übernehmen. All das wissen wir 24 Stunden nach dieser Ankündigung nicht. Ich bedauere auch sehr, dass Dallas eine so schlechte Kommunikationspolitik betreibt und zu keinem Zeitpunkt mit uns in irgendeiner Form darüber gesprochen hat.